Wir sind heute im Kongresszentrum Pforzheim und wir sind heute beim Pforzheimer Wirtschaftspreis eingeladen. Ich bin heute einer der vier Unternehmer, die auf der Bühne sein dürfen und über ihre Unternehmen reden dürfen. Und ich darf heute den Jungunternehmer erzählen, was man denn alles als Selbstständiger beachten sollte und wie der Start, die Startphase meines Unternehmens war. Und freue mich sehr, dass ich heute eingeladen bin und hier ja, über Böhm Hörakustik zu erzählen. Wirst du ja irgendwann Experte. Aus dem Expertenstatus irgendwann herauszugehen und zu sagen, okay, wo geht denn mein Weg weiter, wenn ich das erreicht habe, ist das eine. Aber es muss ja auch das Unternehmen stimmen, in dem du arbeitest. Und mit dem Alter sind irgendwie auch andere Fragen entstanden, die ich mir dann selbst gestellt habe. Und wir wissen ja auch im Endeffekt, die Qualität der Fragen, die du stellst, bestimmt auch irgendwo über dein Leben. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, passt eigentlich meine Persönlichkeit in die Unternehmensstrukturen rein, in der ich gearbeitet habe. Und ich habe viele Dinge vorgehabt. Ich habe bis zuletzt dann 3 Filialen geführt für einen Großfilialist. Und dann war für mich irgendwann klar, diese Unternehmenskultur, die Wege, wie vielleicht auch ja, das Marketing funktioniert oder wie auch die Kunden an Land gezogen werden. Diese Art, das war nicht ganz so meine. Und auch, was wir in der Hörgeräteakustikerbranche alles für Messtechniken nutzen können. Und da waren viele Gespräche auch, ob wir in einem meiner Filialen Dinge umsetzen. Die sind aber dann nicht mit dem großen Konzern in den Eingang gegangen. Das hat nicht funktioniert, weil so ein Filialist, der hat CI, Corporate Identity. Und da war es für mich schwierig, da meinen Weg zu finden. Und dann haben sich die Wege irgendwann getrennt. Und da gab es für mich keinen Links und keinen Rechts, weil ich habe einen Expertenstatus. Dann gab es nur noch geradeaus in die Selbstständigkeit. So, das war's vom Wirtschaftspreis in Pforzheim 2019 im CCP. Ich bedanke mich nochmal beim Stadtmarketing, bei der ganzen Stadt Pforzheim und allen dazugehörigen Institutionen für die Einladung. Und die Talkrunde war wunderschön. Es waren ganz viele tolle Gespräche. Wir haben das Publikum auch toll mit integrieren können und abgeholt. Und für Jungunternehmer kann ich nur empfehlen, wenn ihr Experte seid in eurem Gebiet, dann macht euch selbstständig. Ihr Fabian Böhm von Böhm Hörakustik.